An diesem Dienstagabend werdet ihr nicht nur perfekt einschlafen, ihr werdet auch von goldigen Dingen träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 384. Gute-Nacht-Geschichte. Es ist Dienstagabend, der 14.9. Gerade habe ich ja gesagt, ihr werdet von goldigen Dingen träumen. Was kann denn alles goldig sein? Zum Beispiel kann ja ein Teddybär goldig sein oder vielleicht manchmal auch kleine oder große Geschwister oder Freunde oder auch Babys sind voll oft goldig oder kleine Tiere. Goldig kann aber auch eine Farbe sein oder sogar pures Gold. Worum es heute geht, das erfahren wir gleich. Heute hat auf jeden Fall ein Titelheld seine Finger mit im Spiel, nämlich der Adam. Adam lernt gerade schwimmen, das hat mir Mama Julia verraten. Und heute ist Adam endlich Titelheld bei Ab ins Bett. Vorher kommt aber natürlich das Recken und das Strecken. Also nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, an diesem Dienstagabend findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 384. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstagabend, den 14. September 2021. Adam entdeckt einen Schatz. Adam ist ein ganz normaler Junge. Er liebt es zu schwimmen. Das lernt er nämlich gerade. Schwimmen lernen ist nicht immer einfach, aber es macht verdammt viel Spaß. Vor allem, wenn man dann endlich einmal schwimmen kann. Es war ein Dienstagabend. Es könnte der heutige Dienstag sein, als Adam in seinem Bett lag. Er dachte an den letzten Schwimmunterricht. Dort lief es schon richtig gut. Ganze Bahnen klappen schon. Das heißt, er kann problemlos bald sein Seepferdchen machen. Allerdings könnte sich Adam auch vorstellen, einmal nicht nur zu schwimmen, sondern auch zu tauchen. Denn unter Wasser gibt es ganz geheime Welten, die wunderschön sind, ja, fast magisch und von vergessenen Kulturen erzählen. Aber auch Pflanzen, Korallen, Tiere, die es nur unter Wasser gibt, ja, die kann man eben nur sehen und erkunden, wenn man auch unter Wasser ist. Und eine Möglichkeit ist eben das Tauchen. Adam träumt davon, wie er tauchend die Welt erobert. Nachdem er natürlich sehr gut schwimmen kann und das Tauchen gelernt hatte, geht er in seinem Traum am Dienstagabend auf eine Schatzsuche. Alles, was man nicht sucht, aber findet, ist ein Schatz. Das weiß Adam. Ein Schatz ist was Tolles. Etwas, über das man sich freut und was für einen persönlich sehr, sehr wertvoll ist. Und den Schatz, den Adam heute Nacht findet, den wird er nie vergessen. Bei seinem Tauchgang macht er nämlich eine ganz außergewöhnliche Entdeckung. Erst sieht er nur etwas aus dem Meeresboden herausragen. Wie eine kleine Antenne oder ein Stock. Doch dann, als Adam anfängt zu graben und zu buddeln, entdeckt er immer mehr. Aus dem kleinen Stock wird bald ein ganzer Ast, dann ein Mast. Und weiter unten kommt ein Rumpf zutage. Adam buddelt so lang, bis er ein ganzes Schiffswrack freilegt. Ein Schiffswrack. Ja, ein Schiff, das früher mal auf den 7 Weltmeeren unterwegs war. Und dann muss es vor langer, langer Zeit untergegangen sein.
diesem Ort, da weiß Adam, da gibt es einen Schatz. Ein Wrack ist nämlich ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Adam sucht diesen Schatz nicht, aber er findet ihn, weil er weiß, dass sich hinter kleinen Dingen manchmal große Schätze verbergen. Und tatsächlich, als er im Innenraum des Schiffes war, findet er nicht eine, nicht zwei, sondern 10 Kisten voll. Womit voll? Mit purem Gold. Adam hat tatsächlich etwas Goldiges gefunden, aus echtem Gold. Und wenn andere Menschen sagen, ach, das ist doch nur ein altes Schiff, dann weiß Adam, dass in alten Dingen viel, viel drinstecken kann, auch wenn man es von außen nicht sieht. Adam weiß genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.